Hallo und herzlich willkommen zu Habe ich neue Augen. Entschuldigung, da ich beim letzten Mal übrigens das Rätsel nicht selber gelöst habe. Ich weiß, es war total einfach eigentlich. Aber mir war das zu high. Ich habe übrigens ein paar Kleinigkeiten in meinem Kopf mal freigemacht und so kann ich jetzt ohne Gedankenkarte weiterspielen. Jetzt schlägt's aber, Ding Dong! Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Okay, es wird böse, Leute. Es wird böse. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Oh Gott, es ist so böse. Es ist so richtig hart böse. Na gut, wir müssen noch einmal in die Schlafsäle. Okay, das war nur eine Nachricht. Ach, wie wär's denn, wenn wir mal ihn... Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Es ist ja ein echter Sprengzünder. Und er ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. So kommen wir an die Haarspange. Aha. Sind wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steht er doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Okay, wir haben jetzt die Bombe. Naja. Vielleicht werden wir zur Kapelle gehen. Zur Kapelle gehen. Ach nee, hier ist ja nichts. Ich dachte, wir stellen das jetzt hier drauf und ziehen dann die Spange, aber bringt ja auch nichts. Moment mal, da gab es doch schon eine schöne Konstruktion im Keller. Also, wenn wir ihn da vorher rauskriegen, den Herrn. Hatte ich die Klappe nicht offen gelassen? Na egal. Öffnen wir mal die Klappe. Hallo Memphis. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Kommst du dann raus? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Alter, wie mies. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Ich mach grad gar nichts, Leute. Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Ach, wie herrlich. Memphis? War schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Ist hier sonst noch was? Ne. Okay. Dann gehen wir mal lieber wieder zum Schulteich. Oder bitte, was heißt zum Schulteich? Auf jeden Fall nach vorne zum Brunnen. Och, jemine. Oh, ich ahne Böses. Anscheinend... Oh Gott, das ist so richtig hart böse. Ich glaube, wir müssen jeden einzelnen auslöschen, der nur annähernd irgendwie Lilly gemobbt oder geärgert hat.
Oh, das kann ja heiter werden. Das kann ja heiter werden. Das sind Knallfrösche. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Und wir muss ich einen Weg finden, die da runter zu bekommen wahrscheinlich noch. Okay. Dann müssen wir hier nochmal rein. Ich muss nochmal auf die Notizen gucken. Also. Ich glaube, der Adler war das erste. Und da war es eine Kokosnuss anscheinend. Oder wie? Nee. Aber Apfel war es nicht. Ich muss... Mal sehen, was Kapu noch zu sagen hat. Kapu, was für ein Name. Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Okay, das bringt mir nicht. So. Was können wir jetzt mit der Haarspange anfangen? Können wir irgendwas mit der Haarspange überhaupt anfangen? Vielleicht reden wir einfach mal mit Frank. Beziehungsweise wir nutzen die Haarnadel mit Frank. Was soll ich denn damit, wenn du mir unbedingt helfen willst? Dann entschlüssele die Symbole auf den Bodenplatten. Ich glaube, ich bohre an der falschen Stelle. Kennst du nicht jemanden, der sich mit Geschichte auskennt? Okay, das... Das könnte jetzt doch ein bisschen schwieriger werden als gedacht. Aber es bleiben nur noch Kokosnuss und Banane. Apfel brauche ich eigentlich nicht. Kann ich eigentlich sogar selber essen, irgendwie, wenn es ginge. Mann! Oder ich brauche die doch noch für irgendwas anderes. Oh, der Schwein schon... Oh, wie knuffig. Ich sehe das ja... Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Ach ja, warte mal, wir haben ja... Hä, nee, warum haben wir nicht den Adler? Warum haben wir nicht den Adler? Ah, stopp. Natürlich. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Okay, das funktioniert nicht. Schade. Ich dachte so like... ja. Spion-Action. Einfach das öffnen. So, wir haben ein Banner. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Das war die Wendling, eine... Okay, also das schon mal nicht. Da hat das irgendwie was anderes auf sich wahrscheinlich. Auf jeden Fall werden wir das Banner dann wahrscheinlich hier ranhängen müssen. Oder wie schaut das aus? Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, was? Ich glaub's grad nicht. Ach, wie genial. Dieses Banner, weg damit! Ach so. Jetzt schnell. Ich will gucken, was passiert.
mit einer ganzen Auszeichnung Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Aber da, Papp, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Fort damit. Es tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Und gar nicht blöd. Nimm mal, geht das auch? Das brauche ich als Vorlage. Lilly hätte Birgit gern getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Jetzt mal gucken, ob jetzt... Okay, diesmal klappt das nicht. Aber Alter, war das eine Aktion jetzt gerade. Okay. Heißt das, warte mal. Ach, okay. Kokosnuss, Hirsch, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mal sehen, ob das funktioniert. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte eine Emotion... Okay, das hatten wir schon alles. Also... Rauf... was? Rauffaserleinwand. Achso, okay. Ich versuche mal mit einer Kokosnuss. Was? Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, warte, die Geschichte ergibt hier... Da hat doch jemand... Okay, das war schon mal nicht. Kokosnuss wieder nehmen. Dann ist es also Hirschkopf und Banane dann wahrscheinlich. So, lass mir den mal aufwachen. Also, mal sehen. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die... So, das haben wir schon. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, die Geschichte hat doch... Okay, wir müssen also erst alle drei Dinge haben wahrscheinlich. Deswegen nehme ich das erstmal noch alles mit. Oder warte, stopp. Vielleicht war es ja doch der Apfel. Versuchen können wir es ja nochmal. Was? Kennen wir uns? Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze. Also, Mals, wir hatten gerade die... Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann bewarfen sie mich mit einem Apfel. Okay, heißt doch nicht. Okay, heißt, wir brauchen noch irgendwas. Wahrscheinlich die Masken brauchen wir definitiv noch. Ah, ich glaube, ich habe jetzt auch die Ahnung. Die Haarklamm. Klemme? Klamme? Klemme? Haarnadel. Na toll. Warum denke ich an der Klammer? Egal.
das bitte mal? Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Ha, geil. Okay, dann schaffen wir es ja heute doch noch irgendetwas. Aber hiervon, tut mir leid Leute, auch wenn das ein bisschen grausam ist, ich brauche was für das Thumbnail. Und diese traurige Birgit muss einfach dafür herhalten. Tut mir leid, Birgit. Ich glaube, ich kannte sogar mal eine, die hieß Birgit. Ich habe sie gar nicht gebraucht, die hat mich immer nur geärgert. Da war ich noch in Hamburg auf der Schule, Leute. Könnt ihr mir das glauben, ey? So. So, mal. Also. Fröhlich Apfelbär. Ja, muss ich mal. Ich muss durchprobieren. Es bringt nichts. Ich muss durchprobieren, weil ich es nicht ganz kapiere. Hätte ich wahrscheinlich verstanden, wenn ich das Rätsel gemacht hätte. Was? Kennen wir uns? Aha. Warte mal. Zum Glück habe ich mir extra... Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders... fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Dann bewarfen sie mich mit einem... Okay, ich glaube, der Apfel war es nicht. Ich nehme das mal weg. Versuche jetzt mal die Kokosnuss. Ich glaube, es gibt so um die 90 verschiedene Möglichkeiten bei so einer Kombination, glaube ich. Aha. Oder auch weniger. Warte mal, ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote. Ich glaube, es war sogar Kokosnuss. Weder Banane noch Apfel, sagte er, glaube ich. Mal sehen, an dem Tag war ich besonders fröhlich. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem... Sie prüften die Statik und lobten mich für meine Stärke. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Nein, die Geschichte hat doch... Warte mal. Du willst die Hinweise noch einmal hören? Das gefällt mir. Ich nämlich auch. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich, also fröhlich über nicht, einen Apfel, und Apfel auch nicht. Wütend über eine Banane. Wütend auch nicht und auch keine Banane. Auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Was? Ich probiere einfach weiter durch. So. Halt ich mal traurig, Bär und Kokosnuss. Was kennen wir uns? Aha. Warte mal. Ich wollte zum Glück habe ich mir also mal sehen. An dem Tag war ich besonders traurig. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie prüften die Statik und lobten.
Dann schenkten sie... Nein, die Geschichte hat doch hier... Okay, irgendwie kann hier alles nicht übereinstimmen. Ich nehme nochmal alles weg. Und ich komme auf die Notiz. Halt war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Er war nämlich wütend wegen einer Kokosnuss. Wütend, Hirsch, Kokosnuss, Hirsch. Okay, wütend. An diesem ich war aber auch. Könnte es das sein? Also, Hirsch, wütend, Kokosnuss? Hatten wir nicht Kokosnuss und... Ne, wir hatten eben Bär drin, ne? Einen Bären hatten wir eben drin. Aufgewacht, alter Mann, wir brauchen deine Hilfe. Kennen wir... Aha. Zum... Ah, genau. Jetzt ja, wir haben es geschafft! Ein. An dem Tag war ich besonders... wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt. Als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen, sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Okay. Können wir das jetzt wieder mitnehmen? Lilly widerstrebte es dem alten Mann, seine Erinnerung wiederzunehmen. Er hatte doch sonst nichts. Okay, können wir hier ran jetzt auch? Hey. Okay, das geht nicht. Hey, das... Okay, geht auch nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Erinnerung. Hier ist ein Buch nämlich. Und können damit zu Frank. In die Kapelle, weil der war da ja auch schon. Seit ungefähr 2 Folgen darauf. Endlich das herauszufinden. Was ist denn jetzt schon wieder? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Das Symbol... Nee, Quatsch. Ach, das ist eine Art Sudoku. Ich hab's kapiert. Hier kann der Löwe nicht sein. Als hier kann der Löwe sein. Ja, ich mach das hier noch eben ganz kurz. Als hier kann ruhig der Löwe sein. Und dann kann hier der Löwe sein. Wenn es um Thema Sudoku geht, dann kann mich da drin keiner schlagen, glaube ich. Meine ich. Hier kann dann die Eule sein. Das ist nämlich eine Eule hier drauf.
Und hier kann eine Eule sein. Das heißt, hier kann die Eule sein. Und hier kann dieser Fuchskopf sein, oder was das sein soll. Und kann hier das dann sein. Geschafft! Ach da, okay. Ach, jetzt müssen wir auch noch herausfinden, wo es ist. Schon mal falsch anscheinend. Ja. Ah! Das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Formel Doppelkind. Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werd verrückt, Mann. Das sitzt aber fest. Ich hoffe... Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lily war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Frank? Frank? Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Oh, das ist so böse, das ist so richtig hart böse, Leute. Na gut, das Brett. Hey, was soll das? Bist du das, Lily? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lily war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lily. Du bist die Beste. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Heißt, habt noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Euer Charles. Haut rein. Und ich habe Nadel und Faden dabei. Will ich noch gesagt haben. Nee, aber dann bis zum nächsten Mal. Euer Charles. Haut rein. Tschüss.